Liebster, noch nicht. Noch kein Ei? Diese Dinge brauchen Zeit. 3-Minuten-Eier sind mir die Liebsten. Lass das, deinetwegen habe ich eine Masche fallen lassen. Verschimmelter Fiedelkiel! Jetzt sieh dir an, was dieser Kerl für eine Familie hat. Und ich, Cousin zweiten Grades von einem Storch, kann kein einziges freudiges Ereignis vorweisen. Beruhige dich lieber, mit dem ersten Ei tut man sich nun mal hart. Harte Eier hat's in meiner Familie nie gegeben. Rate mal was. Du hast ein Ei gelegt? Nein, aber ich verspüre plötzlich einen solchen Heißhunger auf... Vanilleeis und saure Gurken. Nein, auf eine große, saftige Honigbiene. Kopf oder Schwanz? Was ist da der Unterschied? Sie muss nicht ganz dicht sein. Es gibt einen Riesenunterschied zwischen Kopf und Schwanz einer Biene. Naja, ist jedenfalls ein gutes Zeichen. Dann will ich mal los. Bin gleich zurück mit deiner Biene. Na, hab ich dich, du kleiner Stichling, du? Kein Kranich, der was auf sich hält, lässt eine Biene mit sowas ungeschoren davonkommen. Hallo Slangliebhaber, hier ist euer freundlicher blauer Sauser, die schnellste Slange westlich von Tucson. Ich bin auf der Suche nach ein paar Vitaminen. Honigbienen sollen ja äußerst vitaminreich sein. Und da kommt schon ein Vitamin B. B wie Biene. Platz da, Platz da, zur Seite, halt ihr Bienen und Wespen. Feine Gastfreundschaft, muss man schon sagen. Da fällt mir wieder ein, dass es Zeit für einen Imbiss ist. Und da kommt der Imbiss ja schon wieder. Ich hab doch schon mal gesagt, aus dem Weg. Mir geht ja die Biene durch. Ich hab ihn satt, diesen langbeinigen Bienendieb. Der kommt nicht durch mit seinem Feldzug gegen unschuldige Touristen. Wage nicht, sie runterzuschlucken. Lass sie rausfallen. Raus mit der Biene. Na komm schon, spuck sie aus. Niemand füttelt ungestraft eine Beute aus meinem kleinen blauen Mäulchen. Halt, halt, Freundchen, du wirst doch... Das wird allmählich langweilig. Nun ja, grobe, ungehobelte Taktiken kann ich auch einsetzen. Sowas nenne ich wirklich einen schmutzigen Trick an einer Kreuzung. Händige die Biene aus. Der wirft mir nicht den Federhandschuh hin. Na, wie findet ihr das? Er hat mir doch den Federhandschuh hingeworfen. Süß lockt der Duft. Das riecht wie die schönste Rose. Ist er erstmal drin? Kommt er nicht mehr raus aus dieser Dose? Eine Biene in der Schachtel ist besser als zwei unter Hut. Oder so ähnlich. Wie heißt es so schön? Wer zuletzt lacht, lacht am lautesten. Merkt ihr es? Ich lache immer noch. Dieser Pfeffer hier beweist, dass ich ein scharfer Typ bin. Die Beine von diesem blauen Sauser sollen jetzt mal ein bisschen Pfeffer bekommen. So, eine Honigbiene für mein Honigmäulchen. Was soll das, du Clown? Da ist doch nichts als dieser blöde Zettel drin.
Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Ich wollte nicht mehr warten, drum sage ich jetzt Ciao. Oh, dieser Zettel bringt mich derartig zur Weißglut, dass ich mir daran meine Federn versenge. Weißt du, wenn ich diesen kleinen Honigsauger jetzt in meinen Fingern hätte, ich würde... Ach, sei still! Wenn ich ganz ehrlich sein soll, Mann, hatte ich ohnehin keinen Appetit mehr auf Honigbienen. Du meinst doch nicht... Schau her, du bist Vater. Also, wenn Vatersein so aussieht, dann hätte ich doch dem Kerl von der Eierkontrolle besser zuhören sollen.